Das russische Parlament hat einstimmig für einen Gesetzesentwurf gestimmt, der Geschlechtsanpassungen verbietet. Ausgenommen sind Korrekturen angeborener Fehlbildungen. Das Gesetz verbietet außerdem die Geschlechtsänderung in offiziellen Dokumenten und annulliert Ehen, in denen ein Partner in der Vergangenheit sein Geschlecht angepasst hat. Transmenschen sollen des Weiteren zukünftig nicht mehr adoptieren dürfen. Es ist davon auszugehen, dass der Föderationsrat den Gesetzesentwurf durchnicken wird. Mit Putins Unterschrift trete er dann in Kraft. ExpertInnen warnen vor den Konsequenzen. После принятия законопроекта суицидальные риски вырастут во много раз. И здесь мне больше всего страшнее за подростков, которым еще нет 18 лет, потому что они испытывают дисфорию, находясь в непринимающей семье. Es ist der nächste Schritt, den Putins Regierung unternimmt, um die Rechte der LGBTQI+-Community einzuschränken. 2013 wurde die positive Darstellung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen verboten, 2020 die gleichgeschlechtliche Ehe.